Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf Marc Eggers Straßenumfrage. Heute wurde die Frage geklärt, die gesellschaftlich relevante, wichtige Frage, was war die größte Absturzstory in eurem Leben? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ich jetzt zu lesen bekomme. Und viel Spaß mit Reaction. Abfahrt. Saufen, Ballermann! Wie oft sind die jetzt eigentlich mittlerweile auf dem Ballermann? Ist Megapark einfach so jetzt Influencer-Treffen geworden? Und warum ist Thomas Müller da? Was geht ab, Leute? Wir sind endlich wieder hier auf Mallorca, endlich, an der Playa de Palma. Die Umfragen gehen endlich wieder los. Ballermann-Umfragen. Ich stürze mich jetzt hier gleich mal ins Getümmel wieder. Und wir fragen die Leute, was sind eure krassesten Absturz-Stories hier auf Mallorca? Geile Umfrage. Ganz kurz, ich mach's kurz und schmerzlos. Mein größter Absturz war mit 25, das war nach meiner zweiten Klausurenphase, nachdem ich wirklich, ihr kennt ja meine Geschichte, Studium und Stream, Vollkatastrophe. Ich habe so einen unentbehrlichen Drang entwickelt in dieser zweiten Klausurenphase, mich in die Verwahrlosung zu trinken, dass wir dann beim Spiel Düsseldorf gegen Kiel, da war noch so Halbbegrenzung, da war noch Sitzplatz und so, ja, da gab es keine Stehplätze wegen Koronski. Hat es so dermaßen gekracht und danach noch in der Bar gewesen und ohne Ende Geld ausgegeben, dass ich irgendwann wieder auf der Kö ohne T-Shirt morgens um 5 Uhr zu Bewusstsein gekommen bin. Nie wieder sowas Schlimmes erlebt. Das war das Krasseste aller Zeiten. Also was Studium mit einem macht, ist wirklich, ich fasse es nicht. Und ich weiß auch wirklich nicht, dieser Taxifahrer, der mich dann mitgenommen hat, den hat wirklich ein Engel geküsst. Also dass der mich da mitgenommen hat, ich hätte mich selber nicht mitgenommen. Auf gar keinen Fall. Carsten, wie immer hinter der Kamera, mein Name ist Marc Eggers, es geht los. Mallorca Straßenumfrage 2023. Hola, hola, ¿qué tal? Ist gut. Angel war nicht so. Dann hier, Schutz. So, buenísimo. Super guay. Suela presente. Ich verstehe kein Wort. Von Brasil. Venezuela. Was war eure größte Abschutzstory? Schreibt es in die Kommentare. Gut. Krasseste Absturzstory bei dir. Was ist dir schon mal passiert? Boah, ich war auf einer Hausparty und ich war so besoffen, dass ich zu Hause getragen musste werden. Sagt man das so? Ja. Da wurden mir Videos gezeigt, ich war so, ach du heilige Scheiße. Ja, die Videos am Ende sind immer kacke, ne? Ja, ich krieg auch mal Videos zu sehen, aber da bin ich nackt und dann... Keine Erinnerung. Nicht alleine drauf. Bei mir war es auch so. Echt jetzt? Ja. Wie hieß er? Wie? Wer? Hat's nicht gecheckt, schade. Den du warst? Hat war ein paar Freunde aus dem Dorf. Na, er hat's nicht gecheckt. Ach Mann, Bruno! Ich bin mit mehreren sogar. Ich bin ein Dorfkind. Mit Dorf ist man, da macht man mal so einen Jungs ab, ne? Das geht schon mal heftig. Also die Videos waren auch weit verbreitet, aber die gucke ich mir nicht an, die alles gut. Nee. Ich will gar nicht reinschauen. Ich schau mir die heute an. Er hat's immer noch nicht gerafft. Auch selbst nicht mehr an. Ich hab schon wieder Bock auf dein Arschloch. Ist das asozial? Vor 4 Jahren auf Malle. Ich stand am Flughafen kurz vor der Sicherheitskontrolle und was dachte ich mir, machen wir mal einen Livestream auf Insta. Ich war im Livestream drin. Warum sagen die es so komisch? Ich hab's getan und es war absolut witzig, aber es war halt irgendwie dumm einfach. Au! Oh, Entschuldigung. Was macht ihr denn da? Ich hab mich irgendwie rausgeredet, sie wollten mein ganzes Handy durchsuchen. Was ist das für ein Akzent? Ja, Rassebande Ghost Mali, ja sag das mal Stylus dem Opfer. Der hat einfach, wir haben vorgeschlagen, lass mal Ballermann machen mit der Rassebande. Was sagt Stylus? Lass doch lieber Ibiza. Als ob das so das Gleiche wäre, Digga. Ich schwör's euch. Floyd wäre dabei, ich wäre dabei, D-Rock wäre dabei, aber die anderen halt nicht. Findet man so bei dir auf dem Handy? Was findet man bei deiner Freundin? Pornos. Selbstgedrehte? Ja. Na, Siggi. Meinst du, ich kann einmal reingucken ohne Kamera? Nee, ohne Kamera. Du darfst reinschauen. Carsten, mach mal die Kamera weg. Die einen umarmen die Frauen, die anderen umarmen die Bäume. Ist das kann man doch machen. Willkommen auf Mallorca. Einmalige Ausrutsche. Guck mal, die sind alle so sturzbesoffen. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5 mit 20 Promille. Dann umarmen die Bäume. Ist das geistig. Kann man doch machen. Willkommen auf Mallorca. Einmalige Ausrutscher, Digi. So wie wir. Mal ist nur einmal im Jahr. Bist du nur einmal im Jahr hier? Im September bin ich wieder. Normalerweise soll man sich ja immer verkleiden bei Junggesellenabschieden. Du hast gedacht, heute mal so wie immer. Ja, klar, auf jeden Fall. Wer ist auf die Idee gekommen mit dem Lippenstift von euch? Ja, wir sind halt
durch die Gegend. Du hast aber die volle Montur. Ich habe die volle Montur. Ich bin kurz davor, die Nummer zu klären. Ja. Aber du heiratest, ne? Ich heirate, ja. Scheiße, wie heißt dein Mann? Der zukünftige? Also so ein JGA ist für mich die Hölle auf Erden einfach, ne? Wisst ihr, einfach mit den besten Jungs, meinetwegen ein Häuschen in Holland, grillen zusammen, ein Pool, eine Finca in Spanien, wenn's vom Geld passt. Einfach mit den Jungs feiern ein bisschen, Wein trinken. Aber diese JGA, ich weiß auch gar nicht, ob ich mitkommen würde, wenn ich wissen würde, dass es sowas gibt. Dann irgendwie irgendwo hin, wo wirklich kein Deutsch gesprochen wird. Dann Las Vegas oder so. Roman Weidenfeller. Heute schaust du echt, Marc, echt extra hübsch gemacht für euch. Was denkst du? Ich glaube 36 oder 37. 32? Nein, 29. Ich werde 30. Nein, also wenn du keine Kamera dabei hättest, würden wir dich verarschen. Was hast du denn gemacht an der Seite? Ich wurde angespritzt. 36, sie hat es perfekt gesagt einfach. Mit Blau angespritzt? Ja. Hast du's? Ich bin der Spritzer. Krasse Absturzstory bei dir? Ich habe gar nicht so viele Absturzstories. Nee. Ich bin eine ganz brave. Wirklich? Also es gab schon so ein paar Anschreien und ein paar Trennungen und ein paar... Trennung? Ja. Wie viele? Trennung im Mehrzahl einfach. Ich bin der Spritzer. Ja. Marc, ich war beim Helmut. Echt? Was hast du gezahlt? 10er. Habe ich gut gehandelt, glaube ich. Gut, ja, für einen 10er. So eine Plastik ist schon gut. Kann man machen. Ist das geil. Heute früh. Nachstück. Was ist das für ein Akzent nochmal? Ist das Süden oder Norden? Norden, ne? Stück. Erstmal komplett draußen in den Abfall rein. Okay, es ist Süden. Gekotzt. Der Apfel und die Kiwi waren drin, aber das Toast, das ich gegessen habe, war voll, ist weg. Okay, aufgesund dann auch morgens noch, ne? Habe ich mir gedacht, vielleicht. Mein Körper ist doch ein Tempel, aber eher nicht. Ich wurde tatsächlich schon meiner besten Freundin auf dem Boden rumgeschleift. Ich habe lauter Narben am Knie. Warum schleift man dich hier auf den Boden? Weil ich total betrunken war. Tragen musste werden. Erst nach einer eingepisst. Ja, hat sich eingepisst. Wart. Das ist unser Spielführer. Dürfen wir den Namen leider nicht sagen. Ja, sag, ich piep ihn raus. Ich bin der Spritzer. Der nächste hat einfach beim Zimmer mit 4 Frauen geschlafen, weil er im falschen Zimmer war. Was passiert? Nicht viel, war zu voll. War zu betrunken. Sie haben ihn angeschrien, dass er gehen soll, bitte. Das ist sogar funny, actually. Einfach im falschen Hotelzimmer gepennt. Oh, mir ist schon mal eine Hose gerissen. Oh, shit. Eine Hose gerissen? Ja, ich bin einfach auf die Straße, war so voll und hab einfach einen Handstand gemacht. Ein Handstand? Da ist die Hose dann weggerissen. Ja, dann ist sie weggerissen. Der Abend zu Ende gewesen? Eine klassische Wegreißung, oder? Ich hab weiter gesoffen. Ja, mit Hose komplett gesoffen. Ja, natürlich, das war mega. Aber Höschen schon drunter getragen? Ja, schon. Also ja. Ja. Durchsichtiger? Ja, der war hautfarben. Boah. Gut rasiert wenigstens gewesen? Ja, natürlich. Aber nachher reißt das weg beim Handstand und alle gucken, da sind die Stoppel. Ja. Oh, Mann. Naja. Da dürfen keine Stoppel da sein. Ja, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Ja. Du hast ja alles im Griff wahrscheinlich, ne? Bis auf mein Knie ist alles in Ordnung. Was gemacht? Ich bin gestürzt, passiert halt. Flasche Bein. Ja, ich hab die Flasche kaputt gemacht, hab mir jetzt gegen das Knie gehauen, fertig. Eine Zwischenknieverletzung. Passiert. Mein Körper ist doch ein Tempel, aber eher nicht. In einem Jugendtraum nach so einer großen Flasche Jägermeister, ich dachte, ich wäre cool mit 15. Ja. Ja, war schnell vorbei, ne? Ich weiß gar nichts mehr. Passiert. Mit 15? Ja. Ja, cool wärst du gewesen, wenn du 2 getrunken hättest. Ja, stimmt. Nur so eine kleine Flasche. Ja, es war halt peinlich, ne? Im Endeffekt war es unangenehm. Ja, unfassbar uncool. Ich habe heute Nacht auf dem Balkon gepennt, aber sonst war es in Ordnung. Passiert. Letztes Wochenende war ein Problem. Wir haben getrunken und danach nur ins Club. Tragen musste werden. Polizei mich eingefahren. Also meine Eltern haben immer gesagt, das ist alles gut, bis auf, wenn du mit der Polizei nach Hause kommst. Ja, aber... Aber ich habe mal eine Polizistin mit nach Hause gebracht, das war aber privat. Ist gut. Das kam aber ganz gut an bei meinem Vater. Ja. Hat er gesagt, ja. Da wollte er sich auch mal verhaften lassen. Papa, Finger weg, das ist meine. Wir können dir Bilder zeigen. Und die gucke ich mir gerne an. Willst du sehen? Was seid ihr für ein Verein, Fußball? Ja, Timono. Wie? Timono. Kimono? Du darfst das nicht weiter zeigen, ne? Nein, das sieht keiner. Freunde, ihr seht, ist einiges los an der Playa dieses Jahr wieder. Wo gucken die denn hin, Carsten? Ist irgendwas? Spaß noch, warte, ich schieß den Pass zu. Cause this is Africa. Ich habe deinen Vater interviewt. Ja, bei diesem Video schauen Sie die WM 2022. Wie sah der aus? Ich versuche den einzublenden. Etwas älter. Er sieht so ähnlich aus wie ich, nur halt in 50 Jahre älter. Mama, nimm mal deine Brille kurz ab. Ich versuche den einzublenden. Ich bin so hin und her gerissen. Weil überlegen Sie mal, kennen Sie einen WM-Song? Cause this is Africa. Das, guck mal, Vater und Sohn. Da trifft sich die Familie beim Eggers. Auf jeden Fall. Kommt ihr denn her? Der war schon mal im Video, okay, das ist krass. Aus Österreich. Oh nein. Aus Wien. Ja, bist du? 23. Single? Ja. Also jetzt ohne Spaß. Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle, ne? Seid ihr ein Paar?
Nein. Doch, der macht sich Hoffnung. Ich bin der Spritzer. Der macht sich 100% Hoffnung. Ich weiß, aber nein. Nein, hallo? Teamkollegen. Armin Kleiner, alles klar, Armin Kleiner. Eine nette Dame getanzt, war ein bisschen geschwurft. Ein bisschen hier, zapp, war, kennst du, du bist ja auch einer vom Fach. Du bist ja auch einer vom Fach. Weißt du, was ich für ein Schwofer bin, ja, Alter? Mein Name ist Schwofer. Ja, man nennt mich auch der Schwofen. Das war wirklich ein klassisches Elfter für den Kollegen. Oh. Also da lief safe schon mal was. Nein, noch nie. Aber du hattest Lust. Man fliegt sehr hoch runter. Vom Stuhl vom Megapark. Oh, bist du vom Stuhl geflogen? Nur einmal, oder? Nur einmal. Kann da ja nicht mehr passieren, ne? Doch. Also ich dachte nicht, dass du so groß bist, aber du bist ja wirklich sehr, sehr groß. Ich bin der Spritzer. Du hast aber auch schon heute mit dem Sand ein bisschen? Ja, wir hatten Spaß, ich und der Sand. Du und der Sand oder du, der Sand und jemand anderes? Nein, nur ich und der Sand. Glücklich vergeben. Geil. Wo ist Freundin? Die ist tatsächlich zu Hause. Auch glücklich vergeben? Ja, natürlich. Die ist immer glücklich. Wer ist denn bei euch immer der Tagesvollste? Irgendjemand meinte, jemand hat hier alles verloren schon. Pets, JBB, Anubis und Danny, danke für den Verlust. Was hast du schon alles verloren? Alles, was in meiner Bauchtasche war, aber die Bauchtasche habe ich. Wie unangenehm, nicht böse gemeint, ich weiß, passiert, findet er wahrscheinlich auch random oder so, aber wie unangenehm, und das fand ich schon immer, schon mit 12, 13, 14, als alles so losging, wie peinlich out of 10, wie peinlich sind Knutschflecke. Boah, finde ich die immer peinlich. Boah, ey, ich bin richtig sauer dabei, ne? Wirklich, also boah. Wie hab ich noch? Oh ja, also öfters mal gern im Sportheim gewesen und da öfter genug. Im Sportheim? Ja, Sportheim bei uns. Was machst du da? Hausmeister? Nein, einfach nur so trinken. Aber ich sag dir, Marc. Ja. Ey, sind wir gestern? Ich eingepennt, 23 Uhr aufgestanden, direkt wieder hier rein. Arzt habe ich noch mitbekommen. Immerhin, und heute haben Marc Eggers live ein Konzert, Alter. Von euch werde ich heute Nacht noch träumen. Ja, wir träumen jede Nacht von dir. Nee, ich sag euch, wie es ist. Ist das der Security-Mann von Marc oder. Der sieht mir ein bisschen. Wenn er zu denen gehört, würde ich aber aufpassen an seiner Stelle. Ich denke, wir haben heute Nacht noch einen Dreier. Ohne Spaß. Ja, wir wünschen es uns. Leute, wir sind am Ende der Umfrage angekommen. Vielen lieben Dank an alle, die da. Immerhin, und heute haben Marc Eggers live in Kontakt von euch. Der klassische Support 81-Tattoo auf der Wade, weiß ich nicht. Ich heute Nacht noch freuen. Warte, der war doch gerade eben, ist doch gerade eben da einmal an den vorbeigelaufen, oder? Kurz aufpassen. Wo war das denn? Da ist er auch. Was denkst du? Ich glaube 36 oder 37. Venice Beach, California, Muscle Beach. Bruder. 29, ich werde 30. Naja, gut. When I popped off in